Bilag. Muss ich jetzt noch mal Stellung nehmen dazu? Bilag, die Firma, das ist ja eine Firma, die das Geld bei euch daheim eintreibt. Auch bei mir. Auch ich zahle Bilag. Oder? Zahle ich Bilag? Ja. Schon? Ja. Auch ich zahle Bilag. Die Firma ist jetzt enthoben worden ihren Amtes. Das heisst, sie dürfte die Gelder nicht mehr eintreiben, haben wir können lesen. Und das ist wirklich weg Schadensfreude. Auch in den Kommentarspalten haben sich wahnsinnig viel über die Bilag ausgelassen. Aber denkt auch jemand an die 250 Mitarbeiter von der Bilag, die ihren Job verloren haben. Was könnt ihr jetzt noch machen? Hm? Da unser Vorschlag. Ja? Grüezi, ich komme von der Kilag. Uns ist aufgefallen, dass Sie sich noch nicht angemeldet haben. Kilag? Ja, die Rechnungsstelle für Schweizer Militärausgaben. Und? Aus Fairness- und Transparenzgründen werden neuerdings die Staatsausgaben direkt dem Verbraucher in Rechnung gestellt. So dass jeder sieht, was wie viel kostet und sich dann darüber aufregen kann. So, und da wäre Ihre Jahresrechnung für das Schweizer Militär. 2.453 Stutz. Ja, das ist pro Jahr und pro Person wohlgemerkt. Die Flüger und Panzer und Granaten, die kosten natürlich etwas. He? Denken Sie nur an den Unterhalt. Sagen Sie mal, wie viele Personen wohnen hier im Haushalt? Und allein. Allein? Ja, dann machen wir das mal 3, würde ich sagen. Anklang mal Pi, 5 im Sinn, 2 oben runter, behalte 3. Das sind wir bei 7.559 Franken. Zahlbar innerhalb von 10 Tagen ohne Abzüge. Ich brauche kein Militär. Wenn Sie keine Landessicherheit? Es gibt eh keinen Krieg. Eben. Dank uns. Ich zahle nicht so viel Geld für etwas, das ich nicht brauche. Wissen Sie was? Finanzieren Sie sich doch selber, wie jede anständige Firma auch. Machen Sie Werbung oder hey, Crowdfunding. Also bitte, das geht doch nicht. Eben, sehen Sie. Und jetzt, wenn Sie einer gebildeten Person wie mir weiss machen, dass es euch braucht. Hören Sie auf, eine alte, kranke Frau belästigen. Ja. Grüezi, ich komme von der Bilder. Der Rechnungsstelle vom Schweizer Bildungswesen. Uns ist aufgefallen, dass Sie sich noch nicht angemeldet haben. Sind Sie nicht der Kilag-Mann von vorher? Sparmaßnahmen. Ich vertrete außerdem auch noch die Kulturag, die Müllag, die Feld- und Wiesenag und die Bullag. Die Rechnungsstelle von unseren Freunden, der Polizei.